Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Mario Slimbaustein Eisenbahn. Ja, ich möchte euch nur mal kurz noch zwei Wagen vorstellen. Ich habe mir noch mal zwei Mocks von mir real gebaut mit Steinen von Webrig. Das sind jetzt die Befaulsteine, also kein Gobrix. Und ja, die Qualität ist gut. Farbunterschiede sind ein paar vorhanden. Hier haben wir wieder den Flachwagen Typ RS, den ich euch ja schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe, in verschiedenen Farben. Da ist einiges möglich. In den anderen Videos war er hellgrau, braun und schwarz. Der hier ist jetzt rot, also sprich ein Wagen von ja, DB Cargo, Railion etc., was es da so alles gab. Also aktuell ist es ja DB Cargo wieder. Ja, ist relativ einfach zu bauen. Hier unten haben wir halt, ja, wie sagt man dazu, einen inneren Rahmen nachgebildet mit GP-Wechsel und Bremse, ein Ausschalter. Sind zwar relativ klobig. Das geht auch sicher anders, aber ich habe es jetzt halt so gemacht, das gefällt mir ganz gut. Wem es nicht gefällt, man kann es ja einfach weglassen. Hier haben wir noch so ein kleines Blechschild für eine Beschriftung drauf zu machen. Das hier, die Rungen sind ja, Lichtschwerter oder Bars in vierer Länge, vier Noppen Länge. Das Gelbe, das sollen die Seilanker darstellen. Ja, der Wagenboden ist in Dark Tan dargestellt. Das sollen halt Holzbretter sein. Wie man hier sieht, das hier ist jetzt eine Stahlplatte. Soll das sein? Das ist einfach aufgeklipst auf vier Noppen. Das hält einmal frei. Ja, hier haben wir ein kleines Detail, das ist ein bisschen diffizil. Ich mache es mal gerade ab. Das sind die Stirnwände. Das sind ja laut Anleitung die Klipse hier so verbaut. Und da kann man dann hingehen. Dann wird dann hier die 1x6er Fliese geholt. Die wird dann angesetzt und dann reingeklipst. Das hält. Ist bestimmt eine illegale Bautechnik, aber es funktioniert. Ja, und da werden dann einfach die 1x2er Plates dran gedrückt, welche die ja, Stirnrungen darstellen. Ja, ich finde, es ist eine gute Bautechnik, hält auf jeden Fall, fällt nicht auseinander. Ja, ich habe jetzt noch vor, den Wagen in dunkelgrau und in dunkelblau zu realisieren. Den gibt es nämlich auch in der Farbe. Mal gucken, ob das mit Webrix möglich ist. Mit Lego eher weniger. So, hier haben wir einen ja, Schiebeplanwagen Typ Rills. Das ist auch einer von meinen Mocs. Da bin ich an verschiedenen Farben dran. In Rot und in Bundesbahnblau ist er schon bei Replikable erhältlich. Ja, ist nicht gerade günstig der Wagen, weil er halt sehr viele Teile hat. Hier die ganzen 1x6er Fliesen und hier die ganzen Dachteile. Das frisst ein bisschen Material. Er ist auch schon vom Gewicht her ein bisschen schwerer. Wie man hier sieht, hier ist auch ein Langträger angedeutet. Weil die ja, Seitenwand hier so eine Plate weiter runter hängt, ist er halt nicht R40 tauglich, aber R56 packt er. Das ist kein Problem. Wer den Wagen gerne haben möchte und R40 hat, hier sieht man jetzt noch die Drehplatte, der kann einfach hingehen und hier zumindest mal eine 2x4er Plate
draufsetzen und dann die Drehplatte mit dem Drehgestell. Dann ist der Wagen voll R40 tauglich. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil er mir dann zu hochbeinig ist. Aber wie gesagt, wer den Wagen auf R40 einsetzen möchte, kein Problem. Einfach hier eine 2x4er Play drauf. Dann geht's. Wie man hier sieht, das sind zwei Fliesen neben der Platte, also dass er nicht wackelt. Das funktioniert dann einmal frei. Ich probiere mal hier so eine Seitenwand abzunehmen. Ich brauche einen Stift. Ja, Stift sage ich. Kugelschreiber. So, kann ich euch zeigen, wie der gebaut ist. Also hier sieht man, das innen so luftig wie möglich gebaut und dann mit Brackets. Und das sind dann halt hier so drei Seitenwandelemente einfach drauf gesteckt. Ja, ich finde, er ist ganz gut gelungen. Da gibt es sicher detailliertere Modelle auf dem Mockmarkt, aber ich wollte es halt so einfach wie möglich halten, dass ihr den Wagen auch relativ einfach nachbauen könnt. Ja, Drehgestelle sind wieder Standard-Drehgestelle. Ja, die Links für die Wagen findet ihr in der Beschreibung. Ich hatte sie hier oben in der Ecke auch noch verlinkt gehabt. Ja, das waren meine zwei aktuellen Mocks. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein paar andere Mocks da rumfliegen, die ich euch endlich mal noch zeigen möchte. Nächste Woche habe ich Urlaub und dann ja, werde ich die Videos darüber machen. Ein Anlagenvideo bin ich euch auch noch schuldig, aber ja, da hat sich schon was getan. Ich habe die Teile für die Oberleitungsmasten bekommen, also das nächste Anlagenvideo ist in der Mache. Ja. Soweit zu meinen Mocks. Ja, hallo Leute, so, das aktuelle Video ist wieder zu Ende. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts verpassen tut. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao.